Ja, Linton, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen hier ungefähr an dem Punkt, von wo aus du am letzten Freitagabend dein Bundesliga-Tor-Debüt geschossen hast. Am Ende stand ein 2-2 Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg. Ein besseres Comeback hättest du dir wahrscheinlich selbst nicht ausmalen können, oder? Ja, das stimmt. Natürlich war es schön mit so einem Erfolg, mit dem Tor. Aber viel schöner und viel wichtiger sind natürlich die 3 Punkte. Es hat nur 7 Bundesligaspiele gedauert, bis du deinen ersten Bundesligatreffer markiert hast. Hattest du vor dem Spiel schon irgendwie ein Gefühl, dass es heute klappen könnte? Eigentlich gar nicht. Nee. Ich bin eigentlich nur ins Spiel reingegangen, dass ich unbedingt gewinnen wollte oder dass wir unbedingt gewinnen wollten. Und ja, dass ich jetzt ein Tor schieße oder so, das war jetzt nicht unbedingt geplant, aber es war natürlich sehr schön, ja. Wann hast du eigentlich von deiner Startaufstellung erfahren, also dass du in der Startelf stehst? Weil du Der Trainer hat es mir am Donnerstag gesagt, nach dem Training, dass er damit plant, dass ich spiele von Beginn an. Und ja, ich habe mich gut gefühlt, trotz der langen Verletzung. Und ja, war natürlich froh, dass er mich aufgestellt hat. Warst du überrascht, als er dir die Nachricht mitgeteilt hat? Oder? Auf jeden Fall, ja. Natürlich nach 6 Wochen war ich schon überrascht, ja. Blicken wir zurück. Über ein Jahr bist du schon bei den Profis. Was hat sich seither für dich verändert? Ja, dass ich, außer dass ich in einer neuen Mannschaft spiele, mit neuen Kameraden, nicht allzu viel. Klar, ich wohne jetzt alleine. Es ist schon mal eine Umstellung. Du spielst mit Älteren zusammen in einer Mannschaft. Es war ja davor immer nur mit Gleichaltrigen. Aber sonst ist es natürlich schon eine Umstellung, auch in so einem großen Stadion jetzt zu spielen. Aber trotzdem ist es Fußball. Und ja, das ist das, was ich liebe, was wir alle lieben. Und ich denke, das ist das Wichtigste. War es schwer für dich, die Umstellung von der Jugend in den Herrenfußball quasi? Ja, es war, was heißt schwierig, es war körperbetonter so. Und es macht aber doch nochmal einen Ticken mehr Spaß, wenn ich ehrlich bin. Also es ist schon nochmal mehr Qualität drin und so. Und es ist einfach, ja, es ist cool. Und es war nicht allzu schwer, aber es war schon auf jeden Fall was anderes, was ganz anderes, ja. Du hast ja auch schon viele neue Freunde in der Mannschaft gefunden. Ich habe letzte Woche erfahren, dass du der Nachbar von Ilas bist. Ja. Er hat auch schon verraten, dass ihr viel zusammen macht. Kannst du uns vielleicht verraten, was ihr so in eurer Freizeit zusammen anstellt? Ja, wir gehen ab und zu mal was essen. Wenn wir frei haben, fahren wir auch mal zusammen in dieselbe Stadt weg. Und waren ja auch im Sommer im Urlaub zusammen weg. Und ja, wir haben uns gefunden, verstehen uns gut und ja, ist lustig mit ihm. Wie ist denn Linton Meiner privat? Gehst du gern unter Leute, du bist ja noch jung, oder chillst du gern mal auch auf dem Sofa und guckst dir eine Serie an? Ja, ich chill auch zu Hause und guck mir mal eine Serie an. Aber ansonsten bin ich eigentlich einer, der viel sehen will, erleben will. Ich bin gern mit Freunden, ich mag es nicht so alleine zu sein. Ja, bin ja noch jung und lebe halt gern. Blicken wir nach vorne, ihr habt jetzt ein spielfreies Wochenende vor euch. Hast du da schon irgendwelche Pläne? Nee, ich habe noch keine Pläne. Ich glaube, wir haben ja das Wochenende frei. Ja. Mal sehen, ich fahre bestimmt wieder nach Hause zu meiner Familie, zu meinen Freunden. Und ja, dann werde ich sehen, was ich da mache. Mal sehen, spontan. Und am nächsten Sonntag geht es dann wieder Vollgas gegen Gladbach. Genau. Oder? Da hoffe ich, dass wir die nächsten 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Und dann geht's weiter. Hast du schon eine Idee, wie ihr das anstellen wollt? Ja, wenn wir so auftreten wie gegen Wolfsburg, wenn wir um jeden Zentimeter fighten, uns in jeden Zweikampf reinschmeißen und dann auch noch Tore machen, dann denke ich, dass wir da auch wieder als Sieger vom Platz gehen. Wir wissen, was wir können, wir wissen, wie stark wir sind und das zeigen wir im Training jetzt jeden Tag auch und ja, dann werden wir mal sehen. Wünschen wir euch jetzt schon mal viel Erfolg. Dankeschön. Danke dir.